Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Ja. Wir melden uns aus Madrid, aus dem immer noch ziemlich jungen Estadio Metropolitano. Mein Name ist Rolf. Aber ich sehe, geht jetzt von vorne los, ne? Und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und wir zeigen Ihnen auch wieder beginnt der ungeschlagene Sehe. Wir beginnen die ungeschlagene Sehe wieder mit dem Pokalfinale. Und erst wenn wir ein paar wieder gewinnen, wird auch. Hinspiel in diesem Viertelfinale. Druck. Er ist da. Er lässt sich nicht wegdiskutieren. Und beide müssen heute auf den Punkt ihre Leistung bringen. Dürfen sich auf dem bisher Erreichten nicht ausruhen. Aber das sind ja so ambitionierte Coaches. Die werden ihren Jungs schon die richtigen Worte mitgegeben haben. Ja. War schon krass. Diese Saison ungeschlagen DFB-Pokal war einfach Bayer Leverkusen. Das ist schon krass, ne? Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Ja, ne? Vorne. Ja. Weil so halt jede Saison einer schafft. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Ja, schon, ne? Schon, ja. In den letzten Tagen drehten sich viele Diskussionen um Axel Witzel. Denn er hört ja auf, Uschi. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den kannst du nicht ersetzen, Wolf. Ganz ich finde, Mann, dass jetzt noch eine Meldung über Axel Witzel einblenden sollen. Auf den und gesagt wird, dass er ein bekanntes Gesicht verlassen. Ist. Der war immer da. Jetzt im Rückspiel, wenn jetzt er im Signal Iduna Park spielt. Finde ich, die sollten darauf hinweisen, dass er mal für Dortmund gespielt hat. Ne? Aber Witze ist doch auch gar nicht so alt. Den Schuss warum nicht, warum er hier seine Karriere aufgibt in der Karriere? Warum nicht? Warum das so blöd wird? Lass ihn einfach ein paar Tage anbieten. Scheißegal, ist er auch drin. Der Paul. Am Ball Griezmann. Nö, der ist gar nicht alt. 34. Im Vorfeld dieser Partie gab es die ein oder andere Schlagzeile um Marco Reus, denn zuletzt gab es immer wieder Gerüchte. Die Entscheidung in Sachen Karriereende wäre wohl gefallen, aber Buschi, er rückt immer noch nicht mit der Sprache raus. Ja, wir müssen weiter warten, wissen nicht, ob das hier wirklich seine letzte Saison ist. Das ist ja auch keine leichte Entscheidung, Wolf. Das war so eine herausragende Karriere und er möchte ja auch dem Club noch weiterhelfen. Die Frage ist, macht der Körper diese enorme Belastung noch mit? Das ist die entscheidende Frage. Also wenn du älter wirst, dann tut es hier und da schon mal ein bisschen weh. Witze ist auch noch gar nicht alt. Der ist nur so genauso alt wie Hummels. Und bei dem reden auch alle noch darüber, ob der auch wird. Ne? Karim Adeyemi. Riesenchance. Dortmund lässt eine klasse Chance liegen. Wenn sich das am Ende nicht rächt, es bleibt beim 0-0. Ne? Und wieder die Dortmund in der Offensive. Das FIFA das könnte die Gelegenheit geben. Für Sie darf nicht vergessen, dass Witze 35 ist. Die Führung jetzt. Konzentriert jetzt auch mit 34 und jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Ja. Stark, wie er sich da durchgesetzt hat und dann auch cool geblieben beim Abschluss. Oh, damit haben wir den ersten Marco Reus macht vielleicht auch nur ein, zwei Jahre jetzt irgendwo im Ausland, damit er auch aufhören. Hummels singt noch nur nach. Also es ist eigentlich so, als Weltspieler... Voice Icon. Ja. Es ist jetzt eigentlich so, als Alter, als Weltspieler so das Alter, wo man denn so langsam sagt, der Körper macht es nicht mehr mit. Karim Adeyemi. Kann sich durchsetzen. Da gibt ja auch viele Profis, die dann einfach nur Kreisliga oder weiter unten oder irgendwo weiter... Also irgendwo da nicht kicken, ne? Im Amateurbereich, aber halt nicht mehr auf Profi-Niveau, ne? Geht jetzt was für Atletico. Griezmann. Kannst jetzt eigentlich mal die Captain America aus seinem Strafraum raushalten? Atletico will den Ausgleich, vielleicht klappt's bei dieser... Was sieht denn so aus? Die Fans können es nicht glauben, für sie war das ein klarer Strafstoß. Starkes Tackling hier. Platz zum Konter. Wer dürfte das sein, ne?
Er zieht nach innen. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Bin ich eigentlich schon in Paris? Sie waren dran, haben ihn eigentlich gut gedeckt. Ich glaube sogar, ja. Nicht gut genug. Das ist gut. Hier steht es 2:0. Sieht ansonsten hätte das nächste Saison nachholen müssen. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir schon nachgeguckt, Paris dann schon mal schon rausgeflogen in der Simulation. Wird's. Molina. Der Paul mit dem Ball. Rabiot. Am Ball jetzt Adrien Rabiot. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Die Chance jetzt. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Ich spiele auch gut in der Gegenmannschaft. Ja, erstmal reicht aber für ein Champions League Viertelfinale. Ja. Oh, das gibt Elfmeter. Jetzt können sie den Rückstand hier auf ein Tor verkürzen. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Ball ist nicht drin. War schon eine Parade hier. Hier muss es Elfmeter geben, aber Kobel hält. Nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Klasse gemacht vom Verteidiger. Ganz alleine die Chance. Und rein damit. Die Chance. Ball ist nicht drin. Jetzt gefühlt, wenn er ihn jetzt auch noch reinschießt, kann ich ihm super springen. Habe ich doch mit Brunner schon gemacht. Ja, das nee. Das war jetzt bei einem Winz, der wird das auch. De Paul. Was bringt Brunner einen Doppelpack, wenn er nicht mal verwandelt? Es gibt noch eine Minute oben drauf. Im Estadio Metropolitano ist jetzt erstmal Pause. Der erste Durchgang ist beendet. Du wolltest es einfach zu teilen. Ich bin nochmal nachfüllen, ne? Ja, Lieder hat aber schon zu. Der BVB hat hier bisher alles im Griff. Klare Führung. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Balleroberung. Molina. Tammy Abraham. Rodrigo de Paul. Ist das der Anschlusstreffer? Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. So, Ecke kommt. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Arsenal. Nahuel Molina. Fühlt sich da jetzt ein bisschen wie Bayern. Ne? Nichts gewonnen. Das nächste Spiel steht dann in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Und klar, da sind wir mit dabei und werden das Spiel ebenfalls zurück, die zwei Pokale und den Ligatitel. Ne? Wir spielen ja zwei Pokale aus. Einmal um Europa League und einmal um Conference League. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Habe ich mich nämlich gewundert, haben wir gefragt wegen Conference League und Dings, dann habe ich gesehen, dass ja, das der zweite Pokal, den sie austragen, da geht's, der kriegt dann die Conference League Quali halt. Jetzt ist der Angriff dort gestorben, der Gegner hat den Ball. Siebte, beziehungsweise jetzt sogar der achte der Liga, ne? Also im Bereich von sechsten bis achten. Das ist Karim Adeyemi. Oh, ganz alleine! Vor allen Dingen, wer sagt eigentlich das schlechteste Bayern der letzten 10 Jahre? Wie gesagt, sie haben einen Punkt mehr als letzte Saison. Das darf man nicht vergessen. Ja, das fällt mir gerade so ein, Digga. Ja, man darf halt wirklich nicht vergessen, sie haben sogar einen Punkt mehr als letztes Jahr. Aber es gab halt einfach eine Mannschaft, die besser als sie war.
Und das mit Stuttgart, ja, das wäre, wenn Leverkusen nicht so krass gewesen wäre, hättest du dann die Meisterschaft. Genauso wie Dortmund letztes Jahr. Sichere Parade. Ne? Was ist jetzt da noch Bayern für sich entschieden hat, weil Dortmund jetzt nicht durchziehen und Stuttgart halt schon. Ne? Stuttgart hat im letzten Spiel das durchgezogen. Die bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Die haben die letzte Chance genutzt, im Gegensatz zu Dortmund im Jahr davor. Wolf. Karim Adeyemi. Also die beiden Jahre nehmen sich nicht viel. Ne? Aus dem einen haben sie halt noch gerade glückliche Meistertitel gewonnen. Ja. Genau betrachtet sind halt beide Seasons scheiße gewesen. Irgendwo. Halt unter den Bayern entsprechend, ne? Das ist Karim Adeyemi. Da muss er aufpassen. Nicht umsonst haben sie, obwohl sie den Titel gewonnen haben, dann auch Leute gefeuert. Um sich neu aufzustellen. Und jetzt dann endgültig den Umgang viel Platz zu machen. Für den Konter. Der Power. Obwohl er wieder sagen kann, ist die richtige Entscheidung, Trainer zu und der keine entsetzende Erfahrung hat. Ja, Digga, der passt auch, aber auf der anderen Seite kann man halt sagen, der passt irgendwie zum Umbruch. Ne? Dass du halt einen Jungen holst, der doch Erfahrung sammeln kann. Wenn man ihm denn wirklich die Zeit gibt, was willst du von mir? Wieso will ich hier für Moria einwechseln? Wenn man ihm denn jetzt wirklich die Zeit gibt, sich auch mit der Mannschaft, mit der neuen Bayern-Mannschaft zusammen zu entwickeln, ne? Und ihn nicht nach einem Jahr wieder rausschmeißt. Griezmann kommt vorbei. Könnte das vielleicht verfehlen. Gutes Tackling hier. Aber Dortmund muss einfach mal einen Titel holen. Emre Can. Mit langsam Zeit. Jetzt ist der Platz da. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. Vier Tore Führung. Also ja, das Ding ist durch. Das ist schon zu lange her. Vor allem Wochen vor zwei Jahren. Nochmal ja, letztes Jahr. Sie haben so fast die Meisterschaft gewonnen und davor das Jahr in der Weltpokal mit Terzic. Und dieses Jahr sind sie in der Champions League Finale. Du weißt schon, dass Leipzig jetzt zweimal hintereinander den DFB-Pokal gewonnen hat. 2023 und 2022. Das war 2021, wo sie den DFB-Pokal gewonnen haben. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Muss doch mal rechnen, vielleicht. Ja, okay. Das gibt Einwurf. Ja, dann ist Terzic. Lange ist der schon Trainer, Digga. Der ist schon lange Trainer. Memphis Depay. Ich glaube, da hätte ich sogar zwei Abzeiten bei Dortmund. Deswegen kommt es dir so vor. Thiago kommt rein. Weil was? Wenn ich nicht erst durch, ist das schon seine zweite Amtszeit. Freistoß kommt in den 16er. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Ich glaube, hier ist täuscht. Guck gleich mal auf. Bino Gittens. Der Ball ist weg. Ja. Sogar drei. Sie haben den DFB-Pokal gegen Leipzig 20, in der Saison 2021 gewonnen. Ball soll zu Griezmann. Ja. Kein Problem, geklärt von Hummels. Ja. Ganz klare also Sache hier, 4:0, der Zwischenstand kurz vor Ende. Und so haben wir die Zeit, schnell auf den nächsten Gegner zu schauen. Der kommende Gegner von Borussia Dortmund heißt Borussia Mönchengladbach. Wenn sie da so spielen wie heute, dann sieht's gut aus. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Also vor drei Jahren. Ja. Und ich richte euch ein wenig zu dir. Der Ballverlust. Das könnte die Gelegenheit geben. Nicht das Tor. Unglaublich. Jetzt die Ecke. Hummels am Ball jetzt. Ja, nämlich erst am Amt seit 1.7.2022. Immer noch gefährlich. Na, Roblaks Abwehr. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Ne, mit Marco Rose war das, ne? Der ist ja zu Leipzig gewechselt. Nee,
Na gut, er war ja auch nie wirklich weg, ne? Und Griezmann. Wenn ich mir gerade seine Karriere angucke, war er nie weg. Am Ball ist Memphis Depay. Balleroberung. Ist am 30.06.2021 als Trainer gefeuert worden. Aber ist dann bis zu seinem Wiederantritt als Trainer am 1.07.2022 technischer Direktor gewesen. So, keine Karte, klar, den Elfer muss es geben, aber ne? Sie verwandeln diesen Elfer. 5-1 ne? Jetzt also der Spielstand. Oh, Unmut bei den Fans, kein Elfmeter, enge Entscheidung. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Die Dortmunder mit der Ecke. Trainer beim Kleidsieg von Dortmund, warte ich gucke, ob ich das auch schon mal ganz gut mache. Marius Wolf. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Der Sieg im Hinspiel geht an Borussia Dortmund. Der Unparteiische beendet diese Partie. Ist das die Entscheidung? Nein.